Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller Neues, Battleship Wager, Prime Icon, Ronaldinho, Abfahrtrühmchen. Ja, meine Freunde, wir gehen Road to FIFA 19, aber wir sind immer noch in FIFA 18 drin. Wir haben noch ein paar dicke Spieler zu verlieren. Ja. Heute geht es um den guten Prime Ronaldinho. Ja, um den spektakulärsten Fußballer aller Zeiten, aus meiner Sicht. Spektakulärsten. Hört zu. Ich glaube, mein Gegner teilt die Meinung mit mir. Herzlich willkommen. Kein neues Gesicht, aber irgendwie doch schon. Herzlich willkommen, NKS Gaming. Ja, natürlich teile ich die Meinung. Ronaldinho, mit Abstand, spektakulärster Spieler, wo es jemals gab. Was der am Ball gemacht hat, hat noch nie jemand danach nach ihm machen können. Vor allem für die Zeit damals komplett neuer Spieler und deswegen wird er immer einer der Besten bleiben. Klar, so ein Ronaldo heutzutage ist auch nicht schlecht, aber ich finde Ronaldinho trotzdem noch ein bisschen krasser, für die Zeit damals halt. Kann man nicht vergleichen aus meiner Sicht so. Ronaldinho ist ein Original. Aber na gut, Freunde, ich würde mich hier selber eine Bewertung freuen. Wie gesagt, ich habe schon alle Spieler auf die Bank gepackt, gerade sehe ich. Das war natürlich sehr clever. Ich weiß nicht warum, ich habe alle auf die Bank gepackt. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass das 100 Chemie ist. Kann vielleicht daran liegen, dass wir jetzt das dritte Mal den Anlauf hier versuchen, weil zweimal hintereinander einfach bei mir der Rechner einmal ausgegangen ist und einmal bei meinem Duellant. Irgendwie weiß ich auch nicht. Heute soll es nicht sein. Ja? Wir haben beim lieben Encast natürlich auch eine Folge aufgenommen. Checkt die auf jeden Fall ab. Ja, klar, Kiste und jetzt Action. So, Spieler sind auf der Bank. Absolut kompletter Chaos-Tag heute. Ja? Ihr könntet euch nicht in eurem Kopf geistig aufmalen, was hier für eine Scheiße passiert. Also, ja, jetzt ist der Hund auch noch hier, jetzt kriege ich hier einen kompletten Föhn. Nenn mir die ersten drei Zahlen. Formation haben wir die gleichen. Alles Oldschool Battleship, Freunde. Drei Ikonen haben wir drin, das haben wir miteinander abgesprochen, ja. Maximal drei. Der Rest, Ronaldinho, etc. Action. Okay, linker Sturm machst du mal die drei. In den Sturm einmal die 9, rechter Sturm die 12. Ganz easy. Ja. Also, toll aus da vorne. Also. Mann, du. Linker Sturm, die 8. 2, 4, 6, 7, 8. Der erste auf der 8. Mhm. Mittlerer Stürmer, die 12. Und Ronaldinho, wenn der jetzt zum Beispiel im Sturm stand bei mir, das ist der LS am Anfang, und ja, der zufälligerweise jetzt wieder in Sturm gewählt wird, das ist ein Gamechanger. Weil er ist da, wo er vorher stand. Okay, vielleicht. Da, wo er vorher stand. Okay. Ne, also, ZM ist ZM, klar, aber du spielst Ronaldinho im Sturm. Ja. 7 Chemie ist scheißegal, Freunde, Hauptsache das Team hat 100. Ja, nicht, dass da wieder welche kommen. Wenn Ronaldinho im Sturm war, der wurde da hingewählt, ist ein Gamechanger. Vielleicht. Und rechter Sturm die 5. Ja, dann machst du in linke ZM die 6. Ja. In die Mitte die 1. Ja. Und in die ins rechte ZM die 4. Ja. Super. Wow. Echt das super. Das ist echt scheiße. I'm early, das war richtig Bullshit hier. Linker ZM die 10. 12, 11, 10. Mitte die 1. Rechts die 2. Wow, aber das Mittelfeld freue ich mich schon wieder, ey. Geil. Okay, dann machen wir bei dir die komplette IV oder komplette Verteidigung. Ja. LV, nehmen wir mal die 5. Ja. In die IV die 7. Also in die linke. In die rechte die 11. 11 in IV, ne? Ja, in die rechte IV, ja. Ja. Und in den rechten Verteidiger, auf den rechten Verteidiger die 8. Yes! Wichtig! Ja, ich sag mal so, Ronaldinho ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht drin. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, wir müssen das jetzt zum dritten Mal aufnehmen. Zum dritten Mal ist das identische Bild zum Abschluss. Es ist identisch. Dreimal hintereinander die letzten beiden, Ronaldinho oder ein Bronzespieler. Es ist ja nicht normal. Unfassbar. Linker Verteidiger die 3. Linker Innenverteidiger die 11. Rechter Innenverteidiger die 4. Nein. Och, scheiße. Und rechter Verteidiger die 9. Toll, ihr warst. So, und jetzt mach was. Ist der Torwart noch? Nö, der ist drin. Okay, scheiße.
Ich suche gerade die Zahl, die 10. Nehmen wir die 10. Ich darf einfach nicht mit ihm spielen. Nee, oder? Ich darf einfach nicht mit ihm spielen. Das ist wirklich krass. Unglaublich. Bei mir ist tatsächlich auch noch ein Bronze-Spieler auf der Bank. Ja, die 7. 2, 4, 5. Ja, Ronaldinho nicht im Team. Bei mir kommt er 95. Hello again. Ja. Ja, Ronaldinho, vielleicht ist es ein Zeichen, ne? Sonst wäre er abgestoßen. Mann. Ich würde sagen, wir bauen hier eben um und dann sehen wir uns bei den beiden Teams wieder und gehen ab ins Spiel. Ja, ich Ronaldinho folge ohne Ronaldinho. Stark. Kommen wir zu den beiden Teams und ich... Auch ja. viel durcheinander, ne? Mhm. Der Piero Ronaldinho geht klar vorne. Auch viel durcheinander. Komm Ronaldinho, du bist jetzt Stürmer, jetzt machen wir was. Und Del Piero hat endlich mal den Einsatz. Bakayoko spielt auf seiner Position. Eine Minute 30. Finesse. Terry Ori. Ich will ja nicht sagen, ne? In unserer ersten Aufnahme, die wir gemacht haben, hat der Typ nichts reinbekommen. Und jetzt nach 1:30. Ist richtig. Ja, fängt super an. Ist schon wie bei Lauter, ne? Steht dich bergab. Apati Pembe, du bist doch Außenstürmer, oder nicht? Komm schon. Oh. Ah! Ederson! Ja! Ah! Kein Lupfer, komm! Ederson! Wo kommt der denn her? Ja! Er gibt mir einfach... Oh, da hätte ich lupfen! Ja! Er gibt mir einfach Dings nicht, Alter! David Luiz, warum gibt er mir den nicht? Hätte ich so abrennen können oben? Mann, ey! 10-mal drücke ich hier Spieler wechseln, juckt den einfach nicht. Komm, Alessandrini, nein. Aber Brossemann ist da! Und Sonnen, naja, oh Gott, ja. Ach, okay. Kimpembe, Alter, der geht mir mal auf den Keks da vorne. Da denkst du immer, das ist ein anderer. Immer Kimpembe. Traumduo, Kimpembe, Bakayoko. Wieder Kimpembe, Alter, aber lupfen kann er. Nein, oh Mann, ich wollte keinen Lupfen kassieren. Jedes Mal er, Alter. Warum kann er kein Pulisic rumrennen oder so? Nein. Ja, nein. Oh! Ja. Du Scheiße, Alter! Ja. Ich wollte mich schon aufregen, wo der hinflankt. Also ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Tor. Ich verstehe nicht, warum das jetzt läuft wie ein Sack Nüsse hier, das Spiel. Ist echt so, ne? Alles war gut. Die ganze Zeit war gut. Ja, komm. Identisches Tor wie in der ersten Aufnahme. Aber das gibt's doch überhaupt nicht. 1:1, ne? 1:1 dasselbe. Dino Marin! Es ist einfach klar, dass das fallen muss, das Tor! Es ist einfach absolut klar! Es ist wirklich... Bei dir ging gar nichts. Ich konnte keine Pässe spielen, ich durfte keinen Pass nach vorne in deine Hälfte spielen, weil das Spiel sonst abgepfiffen worden wäre. Wo rennt der denn hin da oben? Ich schläft ein unterwegs. Nein, nicht stehen bleiben, komm zu laufen. Ja! Ja! Ich hab's gesehen. Das ist doch nicht normal. Das ist doch wirklich nicht normal. Das ist absolut verhext, die Partie, ey. Mit dem linken Fuß wieder, ne? Macht wirklich den Ruck perfekt auf den Mann. Aber wirklich perfekt. Oi. Oh, wow, ja, Elfmeter. Ich kann ja auch so gut hier mit Steuerkreuz. Hey. Ja, super. Ich kann auch keinen Elfmeter. Was soll ich anderes machen und in die Ecke springen? Guck mal, und du hältst den! Du springst in eine ganz andere Ecke und du hältst den! Ich springe in die Ecke und halte den nicht! Oh Gott, war der scheiße! Mein Pfeil geht auch nicht mal aus. Ja! Oh. Guck mal, du springst doch in die Ecke! Wieso hält der denn nicht? Aber ich sehe den Pfeil, glaube ich, nicht, oder? Ach komm! Ich bin zu schlecht im Elfmeterschießen! Ich bin schlechter als ein Scheiße! Nee. Ja, war klar. Ich krieg den scheiß Pfeil nicht aus. Er geht einfach nicht aus. Ich seh den gar nicht. Guck mal, du springst in die Ecke, das ist ja der Hammer. Also ich seh den Pfeil echt nicht. Oh! Mein Gott, ich will einfach, dass das Spiel vorbei ist. Ey, Ederson. Der Bronzemann. Hummels! Du Rakete, nein! Und dann springt er so, weißt du?
Warum springt er jetzt so und davor nicht? Ist echt guck mal, so, ne? Guck mal, wie der hechtet. Ja. Die Dinger davor. Warum jetzt so und davor nicht so? So, und damit kommen wir ins Abschuss, gehen wir rein ins Abschuss. Ich bin schon komplett ballerballer hier, ja. Für eine Aufnahme hier 8 Jahre sind wir jetzt hier dran. Dann wieder noch so ein Spiel zum Abschluss hier. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Ich komme hier mal kurz und schmerzlos. Torwart. Ja! War zwar ein guter Mann in dem Spiel. Ederson. Ja, das ist ja für mich genug, Tugend. Dann ist er weg und gut ist. Arschlecken. Ich will einfach nur noch raus aus dieser Aufnahme. Würde mich sehr über eine Bewertung freuen, Ladies. Das war wieder, also was hier passiert ist, da kannst du einen Film von machen. Ja? Checkt auf jeden Fall die Folge bei Enkers ab. Links unten drin in der Videobeschreibung. Lasst dem Jungen auf jeden Fall auch ein Abo und eine Bewertung da. Ich bin raus, Jungs. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Überlasst dem Gast das Schlusswort. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut. Vielen Dank, dass ich nochmal auf dem Kanal sein durfte. Das erste Mal war mega geil. Auch wenn es ein paar Anläufe gebraucht hat und wenn es ein komisches Spiel war. Zum Glück musste ich nicht viel abstoßen. Ich hatte Angst vor Ronaldinho, aber Glück gehabt. War auf jeden Fall ziemlich geil. Jetzt kommt er noch zu mir, dann gucken wir da nochmal oder da nochmal eine Folge. Und ja, ich bin raus für heute. Und ja, bis dahin, ich bin raus. Und ciao.